Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So, bevor wir aus dem Srimad Bhagavatam lesen, lesen wir jeden Morgen einen Abschnitt aus dem Srila Prabhupada Transcendental Diary und das macht Divya Nam heute. Danke, dass ich das machen darf. Okay. As Harikesh predicted in the afternoon, Prabhupada decided to receive some visitors, despite his statement yesterday that he wanted a week's complete rest. One of the visitors was a disciple of a well-known impersonalist. The lady unabashedly glorified her guru and began spouting his philosophy. Perhaps the disappearance day of Srila Prabhupada's own guru Maharaj was not the best time for her to have come. Prabhupada immediately countered nearly every comment she made. Using sharp logic and common sense, he did not hesitate to point out the defects of her Swami's philosophy.
he especially attacked the Swami's commentary on the Gita. A typical Mayavadi, this guru is well known for having said that the word Krishna means dark. According to him, dark means unknown, and therefore the absolute is unknowable, that is to say impersonal. If dark is unknown, Prabhupada says, or if Krishna is unknown, then why does he, her guru, bother to comment on Krishna's words in the Gita? Why does he comment on that which he does not know? Therefore only the Bhakta, only the devotee, can comment on the Bhagavad Gita, not others. Because Krishna says, Bhaktya mam avijanati javan jas chasmi tatvataha. To the devotees I am known. After that lady left, Prabhupada told us that her Swami is also well known for having affairs with his secretaries and wealthy widow followers. Despite his health, Prabhupada still received his mail. A very encouraging letter arrived from Hridayananda Goswami. He reported that the devotees in Sao Paulo, Brazil, have purchased a bus for 40,000 and are fitting it as a traveling temple. With Sri Sri Gauranitai installed, they plan to tour the country. He also submitted 3 poems for Prabhupada's approval. The first 2 described painful entanglement in material life. The third was a plea for release, and some of its stanzas went, O your Lordship Krishna, please hear me. Your devotee is calling so sadly. He forgot your lotus feet. Now he's lost his met defeat. O greatest of persons, please see me. Your devotee is falling so badly. To enjoy this world, he tried. No, let it be rectified. O please, Radharani, take pity. A devotee is trapped in the city. The 9 gates are robbing him. Take pity. He's near the end. Prabhupada heard them appreciatively and replied, The poem is very nice. However, one should not think of himself as a devotee. Poem should read, Your servants calling so sadly, your servants falling so badly, a servant trapped in the city. One cannot call himself a devotee, but servant he can call himself always. Your bus program sounds nice. It is approved by me. After signing the typed letter, he added in his own hand at the bottom, Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself as Patitam Kinkaramam Vishami Vava Mudau. Kinkara means servant. Guru Dasa Swami, one of the first devotees in San Francisco and one of the original householders to begin preaching in London, sent an enthusiastic letter from America about his preaching activities and his newfound freedom since recently taking sannyasa. Prabhupada was very satisfied to hear that he is wholeheartedly engaged in Krishna's service, free from distraction. He wrote back encouraging him to go on and added what he described to us as his new slogan. I always say, man is good and woman is also good, but when they combine, then they become bad. Before there was so much difficulty. But now you are doing well, and Yamuna Dasi is also doing well, and I am very pleased with your work. Please continue like this and keep me informed. Srila Prabhupada ki jai. Genau. Ich habe nachher, wenn wir fertig sind, 2 Punkte, die ich noch ansprechen würde. Könntest du mich da bitte mit dran erinnern? Ja. So, wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam und starten mit dem 25. Kapitel, der Ruhm Sri Anantas. Und für alle die, die immer auf jetzt eine ausführliche Bhagavatam-Klasse warten, bitte ich noch um etwas Geduld, weil wir ja in diesem wundervollen Buch von Bhaktivinoda Thakur sind. Shalanagati. Ja, genau, anschalten. Hare Krishna, einen wunderschönen guten Morgen nochmal für die YouTuber auch und für die Internetzuschauer. Herzlich willkommen. Wir gehen weiter im 25. Kapitel der Ruhm Sri Anantas im Srimad Bhagavatam, die Einleitung. Und wer auf eine ausführliche Bhagavatam
Klasse wartet, den bitte ich noch um etwas Geduld, weil nächste Woche wird der Vaidyanath Prabhu, ein Schüler von Srila Prabhupada aus Hamburg, mit seiner Frau Nitya Siddhi hier, mit Nitya Siddha hier ankommen. Und der wird ganz explizit hier auf dieses Bhagavatam eingehen können, weil das ist nämlich ein Pandit, ein Schriftgelehrter. Und der kann das viel besser wie ich. Deswegen beschäftige ich mich viel lieber mit dem einfachen Bhaktivinoda Thakur, der für diese Woche, in dieser Zeit, wo wir hier sind, für uns das Hauptthema ist. Der Ruhm Sri Anantas. In diesem Kapitel beschreibt Shukadis Goswami Ananta den Ursprung Shivas. Sri Ananta, dessen Körper völlig spirituell ist, wohnt bei den Wurzeln des Planeten Patala. Wer weiß, wer Ananta ist? Wie sieht er aus? Tausendköpfige Schlange. Eine tausendköpfige Schlange hören wir hier gerade von Ikayani. Eine tausendköpfige Schlange. In Mayapur, weiß ich nicht genau wann, wie der Tempel gebaut wurde, hatten die Devotis eine Schiffsladung Zement bekommen. Zement wurde so ungefähr wie mit Gold gehandelt, weil das war sehr schwierig, das zu kaufen. Und aufgrund dessen könnt ihr vorstellen, eine Schiffsladung auf einer Baustelle, das wurde bewacht. Ja. Und das wurde dann einmal bewacht, so von Jaipataka Maharaj. Ja. Und der hatte eine Schrotflinte, wie die alle da solche uralten Schrotflinten haben, wo man sich nicht sicher ist, ob die überhaupt noch funktionieren. Ja. Und er bewachte dann den Zement, weil er so, selbst in Mayapur gibt es halt auch so die andere Seite, so Taschendiebe, und Zement war ein sehr begehrtes Baumaterial und nicht so, nicht leicht zu bekommen. Und auf einmal tauchte eine alte Kobra auf, eine dreiköpfige Kobra. Ja. Und Jaipataka Maharaj hat sich so derartig erschrocken über diese dreiköpfige Schlange, die da so vor ihm irgendwie so auf einmal sich aufrichtete, dass er die Schrotflinte nahm und so um sich schoss vor lauter Schreck. Ja. Und jetzt hören wir hier von Ananta, einer tausendköpfigen Schlange. Wahrscheinlich tausendköpfig, vielleicht sind es sogar ein paar mehr oder ein paar weniger. Wer will das zählen? Weil die bewegen sich ja alle. So, er lebt immer im Herzen Shivas und hilft ihm, das Universum zu zerstören. Ananta gibt Shiva Anweisungen, wie der Kosmos zu zerstören ist, und deshalb wird er manchmal Tamasi genannt, einer, der sich in der Erscheinungsweise der Dunkelheit befindet. Also warum zerstören? Also es gibt in diesen verschiedenen Zeitphasen, jetzt zum Beispiel ist das Kali Yoga, und in 432.000 Jahre, und wir sind im 5000. Jahr, 5125 oder so. Und das bedeutet, in 427.000 Jahren wird eine Teilzerstörung stattfinden. Ja. Und das kommt Kalki, und deswegen ist es besser, wenn Vaidyanath darüber spricht, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung von diesen Dingen habe und mich das auch nicht wirklich so interessiert, weil ich einfach versuche, schnellstmöglich aus diesem Kali-Yuga auszusteigen. Deswegen das hier. Und und Lord Shiva ist für diese ganzen Zerstörungen zuständig, irgendwie mit zuständig, und ist ja die vorherrschende Gottheit der Erscheinungsweise
der Unwissenheit bzw. Dunkelheit. Er ist die Gottheit und der Ursprung materiellen Bewusstseins. Das heißt also nicht, dass Lord Shiva selber in Dunkelheit ist. Ja? Lord Shiva ist ein sehr großer Gottgeweihter, der unglaubliche Kräfte und Mächte hat. Ja, und sehr nahe mit Krishna ist. Also die Religionswissenschaftler in Indien, das habe ich mal gehört, die streiten sich noch darüber, ob Shiva zum Jiva-Tattva gehört oder zum Vishnu-Tattva. Das ist nicht irgendwie noch nicht so ganz genau klar, weil er einfach so eine ganz nahe Beziehung zu Krishna hat, auf jeden Fall. Er ist die Gottheit und der Ursprung materiellen Bewusstseins und weil er alle Lebewesen anzieht, wird er manchmal als Shankarshan bezeichnet. Die ganze Welt ruht auf den Köpfen Sri Shankarshans. Von seiner Stirn aus überträgt er auf Shiva die Fähigkeit, die materielle Welt zu zerstören. Weil Shankarshan eine Erweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, bringen ihm viele gottgeweihte Gebete dar. Und auf dem Planetensystem Patala bringen ihm alle Suras, Asuras, Gandharvas, Vidyadharas und alle gelehrten Weisen ihre achtungsvollen Ehrbietungen dar. Der Herr spricht mit lieblicher Stimme zu ihnen. Sein Körper ist vollkommen spirituell und wunderschön. Jeder, der aus dem Mund eines echten spirituellen Meisters über ihn hört, wird von allen materiellen Lebensauffassungen befreit. Die ganze materielle Energie arbeitet im Einklang mit den Plänen Ananta Devas. Deshalb sollten wir ihn als den eigentlichen Ursprung der materiellen Schöpfung betrachten. Seine Stärke ist unermesslich und kein Mensch könnte ihn erschöpfend beschreiben, auch wenn er unzählige Münder besäße. Aus diesem Grund heißt er Ananta, der Unbegrenzte, da er allen Lebewesen gegenüber sehr barmherzig ist, hat er seinen spirituellen Körper offenbart. Auf diese Weise beschreibt Shukadev Goswami Maharaj Parikshit den Ruhm Ananta Devas. Ananta Deva ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. So. Vijay Goranga Doyanitai Ki Jai. So, wir lesen jetzt erstmal mal ein paar glücksverheißende Gebete und heute wieder in Sanskrit. Om Adhyana Timirandasya Janandhyana Chalakaya Chakchun Militanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kambalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Chakra Jatam Sahagana Rakunatam Vitam Tsam Sajivam Sattvaitam Sarvarutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Shri Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhu Devi Prani Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarupyasa Kripta Shredovya Evacha Patiratam Pavanipyo Vaishnavanipyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Gadatara Shikasari Gora Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Om Vishnu Paraya Krishna Vishnaya Bhutale Shimata Satchina Dana Swami Tinamine Nityananda Piprisha Dina Parika Bhagavakari Sankitana Kimishin Shadaramba Jai Guru Re. So, Bhaktivinoda Thakur, eine sehr wichtige Persönlichkeit in unserer spirituellen Meisterfolge. Und
hat gelebt ungefähr von 1800 irgendwie 60 bis 1920 oder so. Ich weiß immer diese Zahlen, das kann ich mir immer nicht so merken. Und er ist ein bedeutender Richter gewesen. Der sehr anerkannt war, ein großer Philosoph, berühmt für seine schnellen Entscheidungen und für seinen wirklich klaren, strikten Geist. Und er ist ein Familienvater gewesen mit 10 Kindern und oder so, glaube ich, 10 Kinder, und hat in Mayapur, in der Nähe von Mayapur, Navadvip, Bengalen gelebt. Und hat, soweit ich das jetzt weiß, über 100 Bücher geschrieben, die mit Vaishnava-Philosophie sich beschäftigen. Und hat, er ist einer derjenigen, die diesen Vaishnava-Tradition so wiedererweckt hat, nach dem Erscheinen von Chaitanya Mahaprabhu vor 500 Jahren und den 6 Goswamis und den Nachfolgern. Ist das alles wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten und die muslimische Vorherrschaft, die die Regierung so gestellt hat und so weiter, die haben da die Oberhand genommen. Und ich habe ja so, beziehungsweise Chaitanya Mahaprabhu hat ja dafür gesorgt, dass der Kazi, also der Gouverneur sozusagen von dem Distrikt, dass denn Harinam wieder erlaubt wurde, dass das war wirklich verboten worden, da durften, sollten keine Mirdangas mehr auf der Straße so gelten. Und ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass dieses Gesetz, dieses Erlaubnis heute immer noch gilt. Ja, also das hatte schon echt Gewicht, was Chaitanya Mahaprabhu da in die etabliert hat. Und So war denn diese Vaishnava-Tradition wieder so ein bisschen so, wie sagt man das, nicht in Vergessenheit geraten, aber so hat sich so minimiert. Und Haridas Thakur ist einer derjenigen, die das wieder voll nach raus, nicht Haridas Thakur, Bhaktivinoda Thakur, der das wieder so voll nach raus, nach draußen gebracht hat. Und um das nochmal für alle Internetfreunde so zu erwähnen, es geht in diesem Sharanagati, was Hingabe bedeutet, um erstens Demut, alles hingeben, das ist ein Pfad, Sharanagati, drittens Sri Krishna als einzigen Erhalter und Beschützen annehmen, viertens glauben, dass Krishna uns immer beschützen wird, fünftens nur das annehmen, was für hingebungsvollen Dienst günstig ist, und sechstens alles ablehnen, was für den hingebungsvollen Dienst ungünstig ist. So, wir sind jetzt durch diese 6 Phasen jetzt schon durchgegangen in den verschiedenen Liedern, und jetzt beschreiben wir, besprechen wir und lesen wir so, was da draus entsteht, wenn man sich mit diesen 6 Dingen beschäftigt in Beziehung zu Krishna. Und dieser 7. Teil heißt jetzt die Sehnsucht nach hingebungsvollen Dienst. Und das erste Lied: Oh mein lieber Sri Hari, da ich in die Welt dieser Illusion gefallen und deshalb hilflos geworden bin, bist du meine einzige Hoffnung auf Befreiung. Weil du der alleinige Retter der Hilflosen bist, suche ich Zuflucht bei deinen Lotusfüßen. Ich habe keine frommen Tätigkeiten aufzuweisen. Ich habe kein Wissen, noch praktiziere ich regulierten hingebungsvollen Dienst. Du aber bist der Inbegriff von Mitleid und Freundlichkeit. Deshalb bitte ich um deine grundlose Barmherzigkeit, denn ich bin wirklich bettelarm. So, Krishna hat 64 Eigenschaften, die im Nektar der Hingabe von Rupa Goswami beschrieben werden. Und alle diese einzelnen Eigenschaften
hat er in Vollkommenheit. Ja, da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Und so diese, in diesen Eigenschaften ist zum Beispiel auch eine Eigenschaft, die so barmherzig ist oder Mitgefühl, empathisch und so weiter. Krishna hat das alles in Vollkommenheit. Deswegen ist es für ihn möglich, weil diese 64 Eigenschaften in Vollkommenheit vorhanden sind, ist es möglich, tatsächlich mit uns allen irgendwo in Kommunikation sein zu können, wenn wir das denn wollen, wenn wir unseren eigenen Willen darauf konzentrieren, mit Krishna in Verbindung gehen zu wollen. Ja, so, das ist sehr außergewöhnlich, so, weil aus unserer christlichen Background kennen wir alle das Wort allmächtig. Ja, aber eigentlich haben wir gar keine Vorstellung, was dieses allmächtig eigentlich bedeutet. Ja, so, wenn wir das... Wie bitte? Ein bisschen lauter reden. Lauter reden? Entschuldigung. Wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, allmächtig, ja, es gibt keine Grenzen. Überhaupt gar keine Grenzen. Alles ist absolut andauernd und in einer Tour möglich. Es gibt keinerlei irgendwelche Grenzen für Krishna. Perfektion in Perfektion. Allmächtig. Mächtig. Ja. So, denkt mal darüber nach, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Im Christentum wird das andauernd benutzt, in den Liedern zum Beispiel, der allmächtige große Gott oder so. Ja, so in einer Tour wird das benutzt. Aber dass sich da Gedanken drüber zu machen, was das bedeutet, dass es dann möglich ist, tatsächlich auch in der Allmacht mit uns in Verbindung zu sein, ja, so, das wird weniger diskutiert. Ja. Wir müssen uns bewusst sein, dass das für Krishna möglich ist und dass Bhaktivinoda Thakur dieses irgendwie erkennt, ja, und jetzt anfängt, so zu realisieren und er will verwirklichen. Die mächtigen Dränge der Sprache, des Geistes, des Zornes, der Zunge, des Magens und der Genitalien haben sich verbündet, um mich wie Treibgut in der See der materiellen Welt zu werfen und mir so große Qual zuzufügen. Ja, versteht ihr? Durch die Sinneseindrücke werden wir hier gebunden, weil wir uns nicht loslassen von eben Sexualität. Ich sagte, um das also abzukürzen, sage ich immer, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das ist das, was uns hier bindet. Ganz stark an die materielle Energie. Ja? Und er erkennt das. Nach zahllosen Bemühungen, diese materiellen Wünsche zu unterdrücken, habe ich gänzlich alle Hoffnung aufgegeben. O Herr der Verlassenen, ich rufe deinen heiligen Namen, du bist meine einzige Hoffnung. Er hat aufgegeben, das ist auch ganz wichtig, diese Wünsche zu unterdrücken. Warum? Warum sollen wir das nicht aufgeben? Weil es nicht geht, weil unser Geist, ja, so wie sagt das Krishna bzw. Arjuna fragt in der Bhagavad Gita, mir scheint es ist einfacher, den Wind zu kontrollieren wie mein Geist. Ja? Und Krishna sagt was sehr Intelligentes darauf. Er sagt nämlich, du hast recht. Ja? Aber wenn wir versäumen, oder wie war das nochmal? Wenn wir versäumen, uns mit den Sinnen zu beschäftigen, das sind jetzt meine Worte, wird dieser Geist zum... No. Wir müssen lernen, diesen Geist zu unserem besten Freund zu machen. Weil andererseits wird der gleiche Geist zu unserem größten Feind, indem er sich nur mit den Eindrücken der Sinne beschäftigt. Dann ist das Gefängnis verriegelt und geschlossen. Da kommt man nicht raus. Ja, und deswegen sagt er, diese materiellen Wünsche zu unterdrücken, hat er aufgegeben.
war das erste Lied. O Hari, ich bin damit beschäftigt, Reichtum anzuhäufen und materiellen Besitz zu erwerben. Müßigen Gerede über Themen abseits von dir bin ich ergeben. In irriger Weise nehme ich Pflichten auf mich jenseits meiner Fähigkeit und halte mich emsig an den Buchstaben des Gesetzes. Dies ist die Folge der Gemeinschaft mit weltlich gesinnten Menschen. Ich bin verwurzelt im Flugsand der stetem Wandel unterworfenen Meinungen. Deshalb bin ich von der Hingabe an dich weit entfernt. In meinem Herzen wohnen nur Neid, Bosheit gegen andere, falschen Stolz, der Wunsch nach Ruhm, Ehre und Falschheit. Ja. So, das ist auch was ganz Interessantes. Desto mehr materielle Themen wir bekommen, desto mehr werden wir diese Meinungen annehmen. Wir werden Meinungen annehmen, andere wieder ablehnen und so weiter. Wenn wir aber Bhagavatam oder Bhagavad Gita als unsere Guideline, als unsere Faden im Leben nehmen, ja, dann haben wir eine ganz klare Möglichkeit und wir entwickeln Unterscheidungsvermögen. Wir lassen uns durch die Meinungen nicht betrüben. Ja. Wir verstehen die Zusammenhänge durch das Studium der Bhagavad Gita, die Zusammenhänge des Seins, ja, und das reicht vollkommen aus, bitte hört genau zu, es reicht vollkommen aus, um die materiellen Zusammenhänge zu erkennen und eben nicht in irgendwie eine gewisse Meinungsbildung zu gehen. So, ich bin jetzt da Fan von den, was weiß ich was, oder sowas in der Art. Und dann 2 Jahre später passiert Blödsinn und ich wechsle dann zu denen, weil diese Meinung mir irgendwie besser gefällt oder sowas. Durch das Verstehen der Zusammenhang des Seins ist es klar, da werden wir nicht von abweichen, weil wir es verstanden haben. Und dazu ist es natürlich notwendig, dass man sich damit beschäftigt, so mit Bhagavad Gita und so. Man sollte nicht aufhören, immer und immer wieder die Bhagavad Gita zu lesen, weil das ist sowieso, es ist immer neu, was ist transzendentale Literatur. Das ist sehr mystisch, dass man denkt, meine Güte, ich habe das schon so oft irgendwie diese Verse gelesen und trotzdem erscheint es immer wieder in einem neuen Licht. Ich hatte nicht die Kraft, auch nur eine dieser Neigungen aufzugeben. Deshalb brachten mich meine eigenen Fehler zu Fall. Meine Geburt als Mensch war umsonst. O Sri Hari, was soll ich jetzt nur tun? Ich bin tief gefallen, aber dein reiner heiliger Name ist Patita Pavana, der Retter der Gefallenen. Indem ich mich an unsere verwandtschaftliche Beziehung, wie sie durch jenen heiligen Namen gegeben ist, klammere, habe ich mich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gesucht. Was passiert, wenn man die heiligen Namen chantet? Ja. Man geht aus diesen, wie sind diese 5 Beziehungen nochmal, die man zu Krishna hat? Was ist die erste? Die neutrale Beziehung. Die zweite? Die Diener. Ja, die dritte, Freundschaft. Die vierte, ehelich. Und die fünfte, ach nee, halt elterlich, genau, entschuldige. Und die fünfte ist die eheliche Liebesbeziehung. Diese 5 Beziehungen. Und so wie wenn wir anfangen, die heiligen Namen zu chanten, gehen wir aus der neutralen Beziehung raus und finden uns erstmal in der ehelichen, dienerlichen Beziehung wieder. Ja. Ich bin tief gefallen. Ah nee, das hatten wir schon. O mein Herr, Begeisterung für den hingebungsvollen Dienst, Vertrauen in den Vorgang des hingebungsvollen Dienst, der Schatz der Geduld bei der Erfahrung der Liebe zu Gott, indem ich Tätigkeiten ausübe, die für reine Hingabe förderlich sind und auf die Gemeinschaft mit weltlich gesinnten Menschen verzichte. Die Ausführung anerkannter hingebungsvoller Praktiken,
diese sechs Eigenschaften der Hingabe habe ich nie besessen, o mein Herr. Wie soll ich meine Anhaftung an Maya aufgeben und deine Lotusfüße verehren? So, indem ich die Gemeinschaft weltlich gesinnter Menschen verzichte. Ja, das geht für uns nicht, weil wir einfach in diesem Bereich sind, unsere Familien und so weiter. Wir können das nicht alles irgendwie nur so beiseite schieben. Aber wenn wir in uns fixiert sind, ja, dann werden wir diese Gemeinschaft, diese weltliche Gemeinschaft nicht aufgeben, sondern transformieren. Wir werden einfach mit spirituellen Themen in unseren Familien ankommen. So wie man das so für sich machen kann. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter, habe ich irgendwann, wie ich gemerkt habe, dass sie irgendwie so Krishna-Bewusstsein aufgrund ihres Alters nichts mehr mit anfangen konnte, habe ich einfach für Jahre lang immer mit ihr über der Herr ist mein Hirte gesprochen. Ja. Das war für sie zugänglich, weil das aus ihrer Kindheit so für sie so noch so nah war. Und tatsächlich, wie das letzte Mal, wie wir sie lebend gesehen haben, da hat sie zu Divya Nam gesagt, Ram Gospal spricht gar nicht mehr über Krishna, über spirituelle Themen. Ja. Und ich dachte, oh Mann, was ist denn das und so. Ja. Aber ich habe die ganze Zeit immer mit ihr über eben der Herr ist mein Hirte gesprochen. Ich habe ihr das auseinandergepflückt philosophisch. Ja. So, und habe ihr das erklärt, dass man keine Angst haben möchte und das ist nicht verschieden von uns. Kennt ihr das, der Herr ist mein Hirte? Der Herr ist mein Hirte und wandere ich noch so im finsteren Tal, er ist immer bei mir. Er weidet mich an einer grünen Aue und beschützt mich mit seinem Stecken und Stab und so weiter. Weil ich mich immer mit abscheulichen Tätigkeiten befasse, habe ich nie mit Sadhus Gemeinschaft gehabt. Jetzt trage ich die Kleider eines Sadhu und ich habe die Rolle übernommen, andere zu unterweisen. Das ist ein großer Scherz Mayas. Ja? Seht ihr, er hält sich auch überhaupt nicht für qualifiziert. O Sri Hari, in einer so aussichtslosen Situation werde ich sicher deine grundlose Barmherzigkeit empfangen. Wann werde ich unter dem Schutz meines spirituellen Meisters meine demütigen Gebete an dich richten? Nächstes Lied. O Sri Hari, Geschenke machen und annehmen. Prasadam geben und annehmen, vertrauensvoll seine Gedanken mitteilen und Fragen stellen. Dies sind die sechs Punkte liebevoller Gemeinschaft, in denen man echte Hingabe findet. Ich habe diese Wahrheit nicht verstanden und ich habe diese sechs Tätigkeiten wissentlich und unwissentlich mit Nicht-Gottgeweihten praktiziert und verlor dadurch jede Neigung, mich hinzugeben und wurde ein Materialist. Folglich bliebst du, o Herr, in weiter Ferne. Wenn ich diese Tätigkeiten vertrauter Gemeinschaft mit den Gottgeweihten Sri Krishnas ausführe, wird die herrliche Göttin der Hingabe sich auf den Thron meines Herzens niederlassen. Wenn ich diese Tätigkeiten vertrauter Gemeinschaft mit den Gottgeweihten Sri Krishnas ausführe, wird die herrliche Göttin der Hingabe sich auf den Thron meines Herzens niederlassen. Wann werde ich die Gemeinschaft mit solchen Menschen aufgeben, die an der Gesellschaft mit materialistischen Frauen hängen und dir gegenüber feindlich eingestellt sind? Wann werde ich die dauernde Gemeinschaft mit deinen Geweihten pflegen, o Herr? O mein lieber Krishna, ich will in meinem Herzen denjenigen ehren und als meinen eigenen Verwandten ansehen, der ganz natürlich das Vergehen schlechter Gesellschaft meidet und deine heiligen Namen singt, ob er nun eingeweiht ist oder nicht. Ich will meine Ehrbietung den Gottgeweihten erweisen, der Einweihung erhalten hat und deine Lotusfüße verehrt, und ich will treu einem Gottgeweihten dienen. O Hari,
der in reiner Hingabe zu dir gefestigt ist. Ich betrachte mich sehr vom Glück begünstigt, wenn ich jenen Gottgeweihten treffe, der alle Lebewesen als gleichwertig ansieht. In seiner Gemeinschaft fühle ich mich glücklich, denn ich weiß, dass ich im Leben erfolgreich war. Wann endlich wird meine Haltung den Vaishnavas gegenüber schlicht und einfältig sein? Wann werde ich den Ozean der weltlichen Existenz überqueren und deinen transzendentalen Wohnort in Raj Vrindavan erreichen? O mein lieber Krishna, die Wasser der Ganga führen Schmutz und Schaum, weil das die Natur des Flusswassers ist. Doch das Wasser der heiligen Ganga verliert nie eine reine spirituelle Natur. Doch ebenso kann man Mängel im Körper eines Vaishnavas feststellen, obgleich er immer spirituell ist. Wer den Körper eines Vaishnavas kritisiert, begeht eine große Sünde und fällt vom Glauben ab. Wegen eines solchen Vergehens leidet die gefallene Seele unaufhörlich unter der Marter von Yamaraj, dem Herrn des Todes. O jugendlicher Sohn Nandas, ich bete darum, dass ich wegen eines solchen Vergehens nicht vernichtet werde. Deswegen chanten wir immer Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda. Dieser Mantra zu dem Panchatattva Bildgestalten, die vor 500 Jahren erschienen sind, hilft uns so und befreit uns von den Vergehen und hilft uns eben aufzuhören, diese Vergehen zu begehen. Ich habe früher so, ich weiß nicht, ob das jetzt so autorisiert ist, aber ich habe früher tatsächlich, bevor ich angefangen Hare Krishna zu chanten, habe ich immer eine Runde Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sadi, Gaura Bhaktavrinda gechantet. Und das hat mir gut getan. Der Vaishnava-Geweihte ist dir zu eigen. Er ist deine göttliche Energie. Möge er mir barmherzig sein, dann wird die Reise meines Lebens zu dir führen und ich werde Zuflucht im Schatten deiner Lotusfüße finden. O verehrter Vaishnava Thakur, o Ozean der Barmherzigkeit, bitte erweise mir deinen demütigen Diener Barmherzigkeit, reinige mich durch den Schatten deiner Lotusfüße. Hare Krishna, good morning. You understand German? No. Könntest du das nicht übersetzen? I'm sorry. Open your emotion mind and then you have a chance to understand the nectar, what is floating here. Hare Krishna. Bitte hilf mir, die sechs Dinge, Dränge zu beherrschen. Bitte befreie mich von den sechs Begierden. Bitte entfalte in deinem Diener die sechs guten Eigenschaften. O bitte verleihe mir die sechs Arten heiliger Gemeinschaft. Hier sitzend sehne ich mich nach deiner Gemeinschaft. Auf mich allein gestellt fehlt mir die Kraft, den heiligen Namen Shri Haris zu chanten. Bitte sei mir barmherzig und gib mir ein Fünkchen Vertrauen, indem du mir den großen Schatz des heiligen Namens Shri Krishna offenbarst. Krishna ist dein, deshalb kannst du ihn auch anderen geben. Das steht sicher in deiner Macht. Ich bin nur ein Elender und Gefallener, der immer hinter dir herläuft und immer Krishna, Krishna, Krishna ruft. Genau. Wir werden mal hier aufhören und schauen, ob da noch so Kommentare und Fragen sind. Und das hier dann am Montagmorgen vollenden. Und
Das macht es noch ein bisschen spannend, weil jetzt geht es nochmal gleich richtig intensiv weiter. Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. So. Was gibt's zu kommentieren oder zu fragen? Bist du schon ein echter Vaishnava? Nein, bin ich noch nicht, aber den Wunsch habe ich. So, dann hörst du jetzt gerade von jemand, der auf dem Weg ist, ein echter Vaishnava zu werden. Weil das ist ja das, was passiert. Ja, Bhakti Vinod Thakur beschreibt seinen Weg und er sieht sich auch überhaupt nicht als einen echten Vaishnava. Ja, so, das kommt noch. Diese bedingungsloses Ergeben, das Finale, im heiligen Namen zu sein, das kommt noch. So, auch bei dir, das kommt noch, davon bin ich absolut überzeugt, 100%. Aber so, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, über Vaidhi Bhakti, über Regeln und Regulierung. Wir sind noch in diesem Prozess, gereinigt zu werden. Ja, und deswegen nennt man das, was wir praktizieren, eigentlich nicht Bhakti-Yogi, sondern Karma-Mishra. Ja. Karma und Bhakti gemischt. So, der eine, der macht jetzt schon mal mehr Bhakti, ja, und der andere, der macht ein bisschen mehr Karma. Und andere wieder sind ausgeglichen. Aber reine Bhakti können wir bei unseren Gurus sehen, die wirklich lange praktizieren oder eben aus der Vergangenheit unsere großen Seelen, die uns helfen, Bhakti-Yoga zu verstehen. Ja. Wir verstehen Bhakti-Yoga mit unserem Geist. Das ist aber nicht das, was es ist, Bhakti-Yoga. Das ist unser individuelles Verständnis, unsere individuelle Wahrheit. Aber die absolute Wahrheit, was Bhakti betrifft, ist nochmal eine andere. Ja? So, wenn man wirklich versunken ist im heiligen Namen. Ja? So, wie kann man das beschreiben? So Ende der 90er oder so, Anfang der 2000er, wie ich damals nach Abenteuer gezogen bin, nach Goloka Dham, da, also mein Gurudev, Srila Satchinandana Swami, der macht ja jedes Jahr zur Kartik-Zeit ein Retreat, ja, für sich selbst. Und er chantet da, keine Ahnung, 150, 200 Runden mehr jeden Tag. 4 Wochen. Jeden Tag. Man macht nichts anderes wie chanten. Ja? Und schlafen und ein bisschen essen. Und er hat jedes Jahr immer gesagt, also dieses Jahr werde ich nicht zurückkommen. Ich werde mir eine Höhle suchen und dann bleibe ich da einfach sitzen und chante. Jedes Jahr kam er dann wieder und sagte, ja, Srila Prabhupada ist mir erschienen, ich soll in die westliche Welt gehen, um weiter zu predigen. Jedes Jahr war das so. Ja. So, das sind für mich reine Gottgeweihte. Ja. Aber die trotzdem auch in ihrem Prozess sind. Ja. So, wenn es nach ihm geht, das hat er mir schon oft gesagt, also nach ihm, wenn es nach ihm geht, nur noch der Heilige Name, nichts anderes mehr. Ja. Das andere, alles, was er macht, ja, ist sein Dienst.
Aber der reine Gottgeweihte ist nur mit dem Heiligen Namen in Verbindung. Und das ist so diese Madhyam, also wie heißt die erste Stufe nochmal? Kanishtha Adhikari, Madhyam Adhikari und? Wie? Uttama. Uttama Adhikari, genau. Der Uttama Adhikari, Hare Krishna, der wird verglichen mit dem Schwan, der aus dem Milch das Wasser rausfiltern kann. Ja, der Uttama Adhikari hat mit der Welt nichts mehr zu tun. Der ist einfach nur im Chanten der heiligen Namen beschäftigt. So Srila Prabhupada in seiner Güte ist einfach vom Uttama Adhikari wieder auf die Madhyama Adhikari-Ebene zurückgegangen, ja, um eben diese Mission, diese Anweisung seines Gurus in die Tat umzusetzen. Hare Krishna, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Und das ist für uns so maßgeblich, ja, dass wir Vaidhi Bhakti praktizieren, um diese Mission Chaitanya Mahaprabhus zu etablieren. Das Chanten der heiligen Namen in jedem Land, in jeder Stadt und in jedem Dorf. Das ist die Anweisung. Ja? Und wir sind Werkzeuge, in den Händen der Diener Srila Prabhupads. Also wir sind tatsächlich in dieser Position der Diener des Dieners des Dieners. Ja, wir dienen unserem Guru, der dient Srila Prabhupada und der dient Chaitanya Mahaprabhu, beziehungsweise der Parampara, sein Guru und so weiter und so weiter. Warum? Einzig und allein, um das Erscheinen und die Botschaft Chaitanya Mahaprabhus in der Welt umzusetzen. Weil wenn man das nicht machen würde, dann würde das Chanten der heiligen Namen nicht in jedem Dorf, in jeder Stadt und in jedem Land umgesetzt werden würde. Weil wir müssen das tun. Also, und wenn wir das tun, wenn wir damit beschäftigt sind, sind wir automatisch in der Historie, in der Geschichte Chaitanya Mahaprabhus drin. Wir sind ein fester Bestandteil, du bist ein fester Bestandteil der Historie Chaitanya Mahaprabhu. Genau wie die Ameise oder die Spinne, die im Lord Ramachandra Lila das Sandkorn gebracht hat. Ja? Und Lord Ramachandra gesagt hat, no, das ist nicht überflüssig zu Hanuman. Ja? Ein ganz wichtiger Teil. Weil wir könnten den Tempel nicht aufrechterhalten, wenn niemand die Toiletten sauber macht, wenn niemand kocht, so dieses vorzügliche Prasadam, was es hier gibt. Und wenn niemand hier sauber macht, wenn niemand die Reparaturen erledigt, das ist alles nicht möglich, wenn das nicht gemacht wird. Dann wird das zerfallen und irgendwann kommt hier kein Mensch mehr hin. Wenn man nicht zum Programm geht, wenn man nicht Vaidhi Bhakti praktiziert, dann würden hier keine Leute hinkommen. Wenn man nicht die heiligen Namen chantet und so weiter und so weiter. Ja. Das alles, wir haben da am Anfang drüber gesprochen, das alles sind Tätigkeiten, weil du verstanden hast, dass du spirituelle Seele bist. Wenn du das nicht verstanden hättest, würdest du das nicht so praktizieren. Ja. Ob wir denn jetzt verstehen, dass ich das verstanden habe, ob ich jetzt verstehe, ob ich das verstanden habe, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Weil der Geist ist verrückt. Der ist einfach verrückt. Wenn man so einen klaren Moment hat, dann mag man das vielleicht so verstehen. Deswegen ist zum Beispiel Sangha so wichtig, dass wir über sowas reden, über solche Punkte. Ja? Weil sonst von alleine folge ich nur meinem Geist, mehr nicht. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Wenn ich alleine bleibe, wird mein Geist die Regie übernehmen. Da gibt es keine Chance, niemand wird von alleine seinen Geist beherrschen können. Ja, selbst die Yogis im Himalaya, die das denken, fallen reihenweise runter. Warum gibt es so viele Affen in Vrindavan? Ja, weil sie runterfallen alle von ihrer hohen Entsagung. Weil das fürs Kali-Yuga nicht bestimmt ist. Fürs Kali-Yuga ist bestimmt Hare Krishna, 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 Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und desto mehr wir mit uns selbst auseinandersetzen und anerkennen, wie Bhaktivinoda Thakur uns das hier lehrt, wirklich eine ehrliche Selbstreflexion, eine ehrliche Inventur mit uns selbst zu haben, desto eher werden wir demütig und klein. Und desto eher ist es für Gurudev möglich, was zu etablieren. Mein Dharma. Meine Form von hingebungsvollen Dienst, die ich wirklich tun soll in diesem System. Wie der Spider das Sandkorn gebracht hat, habe ich oder du, wir haben alle eine ganz bestimmte Aufgabe. Ja, die Berufung. So, und wenn wir diese Berufung haben, dann fängt das an, dass wir gefestigt sind in unserem spirituellen Leben. Ja. Denn fängt das an, dass die Vapu-Beziehung, also die äußere Beziehung zum Guru, in eine innere umgeht. Dass wir Unterweisung im Herzen wahrnehmen. Dass wir die Gedanken, die Überseele, die Überseele gibt uns Impulse und wir nehmen diese Impulse wahr und setzen das um. Wir denken dann nicht mehr, ach, naja, jetzt habe ich keine Zeit gerade dafür oder so, sondern wir machen das einfach zu jeder Zeit. Und ne, man findet, was weiß ich, irgendwo im Tempel ein Tempotaschentuch in der Ecke liegen. Man läuft da nicht dran vorbei und denkt, naja, der Moritz wird schon kommen und das aufsammeln. Ja, nee, man sammelt es selber auf. Ja, das ist das, wo man dann so diese, wo sich das denn festigt, wo dienen, was Natürliches wird und mit Freude behaftet wird. So, also ich weiß, dass ich früher ganz viel gedient habe mit krassen Gedanken in meinem Kopf. Ja? So, wollte ich nicht, wieso ich, ne, wieso muss ich das machen und nicht der, wieso sitzt der immer und gibt Lectures und ich nicht und so weiter und so weiter. Ja, das volle Programm abgelaufen. Aber heute habe ich das nicht mehr. Glücklicherweise, Gott sei Dank. Ja. Und Bhaktivinoda Thakur beschreibt uns genau diese Entwicklungsprozesse. Ganz genau. Warum? Nicht, weil er denkt, wir müssen das jetzt unbedingt von ihm wissen. Weil er denkt, dadurch werde ich das von mir wissen und immer mehr anerkennen. Weil das ist wichtig. So, dass wir unterscheiden können, dass wir von unserem Geist mal loslassen, dass wir mal merken, was für ein Knallkopf da bei mir oben in der Birne ist und mir alles Mögliche erzählt. Hat es deine Frage beantwortet? Hare Krishna. 9:10. Auf geht's. Völker, hört die Signale. Die Devotis kommen und verbreiten die heiligen Namen heute im Harinam. Oder was passiert heute? Auf jeden Fall Buchverteilung. Ja? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Bhaktivinoda Thakur, all glories to the assembled devotees von Gaudadash Köln.